Also ich glaube schon, dass der realistisch ist und dass er auch richtig ist. Es war ein Fehler, die Laufzeiten zu verlängern. Man hätte an dem Ausstiegsszenario von Rot-Grün festhalten sollen. Und deswegen begrüße ich das sehr, was da im Moment entschieden wird und vorbereitet wird. Also wir werden den Bereich der erneuerbaren Energien verstärkt ausbauen müssen. Wir werden dann allerdings auch in Kauf nehmen müssen, dass die entsprechenden Stromtrassen gebaut werden müssen. Norddeutschland wird Stromexportland werden für den Rest der Republik. Und dann geht es nicht, dass man sich sozusagen seitwärts in die Büsche schlägt und sagt, wir wollen zwar regenerative Energie, aber die Leitung wollen wir nicht. Das funktioniert nicht. Also es ist ja ein Ammenmärchen zu glauben, regenerative Energie kommt irgendwo her. Die muss ja gebaut werden, die Anlagen müssen gebaut werden. Das ist höchste Maschinenbaukunst sozusagen. Das heißt, auch ein Windkraftwerk funktioniert nicht ohne Maschinenbauer, die das konstruieren. Von daher sehe ich große Chancen für die Konzerne und auch für die deutsche Industrie, dass wir auch unter Exportgesichtspunkten hier Marktführer sein können, werden können. Und deswegen sollten wir das so schnell wie möglich vorantreiben. Hamburg ist auf einem guten Weg. Hamburg ist ja eigentlich, wenn man das aus dem Flugzeug beispielsweise betrachtet, per se schon eine ziemlich grüne Stadt. Trotzdem gibt es viel zu tun. Also insbesondere im Bereich der Gebäudesanierung sind erhebliche Anstrengungen zu unternehmen. Und 80% des Altbaubestandes sind nicht saniert. Ich glaube, da sind große Energieeinsparpotenziale zu holen. Und das ist Beschäftigung für die regionale Wirtschaft, für das regionale Handwerk. Und wir werden auch uns Gedanken machen müssen über intelligente Stromsteuerungssysteme, Smart Grid, E-Mobilität. Da liegt die Zukunft auch für die städtische Energieversorgung.